So, es sind 10 Artefakte und 4 so Zutaten. Scheißdinger, Zähne. Ja, 6 Artefakte brauchst du noch. Ach, man braucht nur 6. Kann man mich hören? Ja. Soll ich trotzdem meine Zähne reinhauen oder soll ich 2 da, 4 da lassen? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, welche das waren, die wir brauchen. Nimm einfach alles. Ja, du brauchst der Hunter, Cleaver, Pack, Massive, Skylord und Devourer. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich leg alle in den Kasten rein und nehm die raus, die du mir sagst. Moment. Hunter. Moment. Ja, warte, warte, warte. So, bin wieder da. So, Hunter hast gesagt. Ja, Cleaver. Wo hab ich's da? Clever, Cleaver, du. Pack. Was wie? Pack. Pack. Okay. Massive. Ja, und? Skylord. Skylord. Und Devourer. Devourer. Das heißt, Flamekeeper, Strong, Queen und Devourer sind für den Arsch. Ja, also so wie das hier steht schon. Die kriege ich dann als Bezahlung, finde ich prima. Ja, damit noch gar nichts an. 8 Zähne, 8 Megalodon-Zähne, 4 T-Rex-Arm, 4 Argentavis-Füße und 2 Rückräder von Brontos. Ja, das Zeug habe ich alles mitgenommen. Die sind ja jetzt nicht so selten, die Zutaten da, die restlichen. Nett? Ja, also ich habe davon jeweils fast 100. Basier auch einfach dahin. Hunter, Back, Massive, Clever, Skylar, Thema. Was ja, die anderen Artefakte wird man brauchen, wenn man die anderen Viecher beschweren will. Hast du alles drin? Nee, ich warte ja noch, bis ich einen Befehl krieg, dass ich loslegen soll. Wir warten noch. Wo denn? Kann man sich hier so eine Armbrust nehmen? Kommst du? Ja klar, nimm dir was du brauchst. Hier, geh was mal hier irgendwo unten in Stellung, ich spring dann hier über die Klippe ins Wasser und du kannst mich unten rauspicken, dass du mit dem Vogel nicht in Gefahr bist. Im Wasser kann man nicht rausholen. Wartet aber mal noch, Odin fehlt. Odin ist doch hier, Frankie. Ey, da fliegt der Fichte. Odin ist schon da. Ah, super. Aber dann sind jetzt alle da, oder ist noch irgendjemand unterwegs? Seid ihr auch alle da, Kinder? Also ich habe jetzt extra für euch mein T-Rex umbenannt in Ghosties Dönerbude. Ja, du pflanzt... so ein Eichhörnchen, oder was ist das? Ja, dann zünd mal den Knaller. Ja, ja, ich komm jetzt hier. Achso, dann Aufnahme läuft, oder was? Ja, ja, es kann losgehen. Okay, ich hau das ganze Zeug mal rein. Daru, nimmst du auch mit auf? Gut, du läufst dann zu mir und ich nicht dann auf. Yay! Warte mal, wie schön. Achtung, ich drück das Knöpfchen in 3, 2, 1. Ich glaube, ich hätte noch was gemacht. Oh, die spawnt natürlich genau bei mir. Dann komm zurück. Egal! Oh, die ist nicht nett! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Treffen wir da überhaupt mit die Pfeile? Ihr müsst warten. Alla! Der muss sich erstmal hierher locken mit dem Vogel. Ja, lock die mal hierher. Alter, was ist denn das für ein Ton? Das ist ja übelst laut. Können wir den überhaupt treffen? Ich glaube nicht, dass wir den von hier aus treffen. Ui, du musst höher zielen, also höher schießen. Ja, warte mal, sonst hänge ich mich gleich wieder an Vogel, wenn ich meine Ausrüstung habe und schieße auf die. Ne, von oben geht der glaube ich gar nicht vom Schießen. Greifen die denn da an? Oder gehen wir einfach näher? Ich glaube, sie kommt. Hierher jetzt? Ja, das, was die da. Okay, sie läuft ab. Hierher? Ist das gut für die? Das läuft die jetzt? Super. Ja. Jetzt hängt sie unten, ne? Das ist ja cool. Jetzt habe ich Kampfmusik. Noch keine Kampfmusik. Das ist aber coole Kampfmusik. Noch eine coole Kampfmusik. Ja, ich habe auch Kampfmusik. Wo die krabbelt hoch? Ich auch, oder? Mach mal deinen Ton aus oder so. Schießen! Das haben wir irgendwie nicht bedacht, was? Was? Ich will euch Schaden. Ja, ich glaube aber nicht, dass die. Sie kriegt kann. Schaden, also. Ich glaube, sie ersäuft. Oder trefft ihr die mit Pfeilen? Treffen die? Ja, die hängt da unten, ne? Kriegt aber Schaden. Hat jemand sein Tier auch noch auf aggressiv oder so? Oh, Moment, das ist eine gute Idee. Kann dann auf das Vogeltier umstellen, auf Attack Your Target. Ja, ja, wo ist denn mein Vogel eigentlich hin? Oh, wie viele Pfeile da schon drin stecken. Bist du da unten?
Wärmer. Also von hier drüben kann er sich auch wunderbar beschießen, von weiter rechts. Auf jeden Fall dank der Musik hört man meine Pistole nicht mehr. Das ist viel Lichter. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass es so ruhig ist. Und entspannt. Ah, ist halt gebuggt. Blöd nur fürs Video. Ich glaube, Überhänge kommt hier nicht drauf. Entweder ein Schneller soll runterrennen. Also ich weiß nicht, ob wir die hier oben haben wollen. Also ich finde es ganz gut, wenn die da unten ist. Die springen alle rein. Leckt's gerade? Ja. Ja. Das haufen die kleinen Spinnen wahrscheinlich ab. Ist nicht schlecht. Lass uns nicht abmachsen. Komm ich denn da runter? Wir brauchen einen Raptor oder sowas in der Art. Was schnell ist. Ey, die Kampfmusik ist endlich weg. Was sieht das jetzt drin? Wir wollen. Oh. Hurra! Hurra, was soll das denn werden? Meine Musik ist weg. Ups, also ich bewege mich nicht mehr. Hat irgendwer ein Fernglas schon mal drauf gerichtet? Nee. Würde mich mal interessieren, was man da sieht. An vor allem, was für ein Level die hat. Level 8. Wer siehst du nicht? Ja. Mutter ist männlich. Ja. Ja, macht Sinn. Ein Brutmütterich. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Ich nehme mal die... Die Spinnen kämpfen da hinten gegen Trike. Level 100. Ah, wo, jetzt ist es auch noch neblig, ich sehe die gar nicht mehr. Ja, der komische Klotz da unten, der sich bewegt. Ja, wohin und wieder was Grünes hoch. Ah, das ist, wenn sie im Pfeil kassiert. Oder eine Pistolenkugel von mir. Wahlweise, ja. Und Silencer drauf? Nein. Immer schon. Musik überdeckt alles. Hey, ich hab die Musik abgedreht bei mir. Ich hab gar keine Musik. Ja, auch nicht. Okay, das ist aber schon ein bisschen buggy, was wir hier machen. Ne? Ja gut, das war ja jetzt so nicht ganz beabsichtigt. Haben wir... Ah, jetzt höre ich die Schüsse. Ich höre jetzt auf jeden Fall normale Kampfmusik, nicht mehr die, triumphale. Das ist alles so barge. Na, hoffentlich nietet da hinter uns nicht irgendwas unsere Tiere um. Dann dreht euch doch mal um. Ich guck mal. Ich kann mich schlecht, ich sehe nur euch, wenn ich mich umdrehe. Nee, ist alles in Ordnung. Also der Nebel, der sollte jetzt mal. Ich meine, wir hatten ja die Hoffnung, dass er da unten bleibt und. Ich hab abwechselnd zwei verschiedene Musiken. So, also ich bin jetzt unten. Eigentlich auch an Tag warten müssen. Mhm. Ah, da ist sie ja. Cool. Er steckt direkt unten vor. Bist du runtergekommen, Frankie? Ja, ich bin die Runde gelaufen. Die Runde? Boah, wie viele Pfeile da jetzt rumstecken? Einfach nur nach rechts laufen entlang und dann kommst du hier runter. Ja, aber stell dich woanders hin, dass raufklettert oder sowas. Ja, die buggt da. Ich kann sie weglocken vielleicht. Ja, lauf einmal den Stich da entlang, weil hinten ist das Gelände wieder seichter. Ja, aber dann dürft ihr nicht schießen, oder? Ja, auf zum Schießen mal. Ich geht auf den nächsten, wenn wir im Trap sind, geht sie aufs nächste Ziel. Ui. Alter, was war das jetzt für ein Spermerschlatz? Verzeihung. Ja, die hört's aber drauf. Ja, die folgt Odin auch. Der lockt kommt sie jetzt nicht. Ja, doch. Aber sie kommt nicht hoch. Ja, der muss weiterlaufen, dann hinten ist es flacher, dann läuft er wieder hierher zurück zu uns. Die spuckt dich mit allem an, was er hat, ne? Ja, mit Netzen. Odin, lauf mal nicht so weit. Ey, das ist ein Männchen, ich wäre mir nicht so sicher, ob das wirklich Netze sind. Blutmuttermännchen, ja. Ich hasse Spinnen. Hat die gemacht? Oh. Nee, die kommt da nirgendwo. Doch, weil da hinten ist es flacher, da kommen sie wieder hoch. Ah, Blödsinn, ich muss in die andere Richtung. Nein, du warst richtig. Geh zurück. Geh zurück, lass dich fressen. Na gut, aber rechts von dem Steg wäre sie wahrscheinlich eher hoch. Alter, was ist denn das für ein Lasergeschoss? Aber mal Leute, ganz blöde Frage, warum genau wollen wir die eigentlich bei uns oben?
Wir wollen sie eigentlich nur so unter dir haben, das reicht uns schon. Vor allem der ihr komisches Sekretär, das leuchtet sogar. Schau her, wir wollen es ganz sehen und nicht halbert oder tot. Jetzt hat die Agro auf mich, kann das sein? Weiß ich nicht, wo bist du? Hier unten gibt's Ameisen. Wo sind Ameisen? Was habt ihr denn für Pfeile? Ich schieße Narkotikpfeile. Du Irre. Wo sind Charo schon wieder? Kann man sie ja tamen? Kann ich tamen. Tamed by Frankie. Jetzt hat's Frankie wieder. Ja, komm. Jetzt wieder. Ja, dann hört doch mal auf, von zwei Seiten zu schießen, wenn die davon abkommen. Ich schieße doch gar nicht mehr. Ich kann sie ja eh rauslocken, aber ihr müsst auch. Wer ist denn da mit dem Bar da drüben beim. Das ist Charo. Ah, okay. Problem ist, ich bin hier auf dem Vorsprung gelandet und komme hier nicht mehr runter. So, geht's dir wie mir? Warte, ich hol dich ab mit dem Vogel, Kevin. Warte, jetzt kommt sie. Ich springe einfach runter. Ja. Oh, ich komme hier nicht mehr runter. Ja, bleib da oben, Fichte, ihr bist du sicherer. Frankie holt dich schon. Ja. Nein, nicht mich holen, nicht, nein! Nicht? Ja, jetzt müsst ihr bald kommen, Angel. Ich werd die Arme wissen gerade. Was, no los. Ammo? Hab schon 150 Schuss verballert. Da muss sie eigentlich hochkommen, ne? Ich schon. Eigentlich will ich gleich nur Frankie retten, dass der nicht gleich Alter, hops geht. Alter! Ich muss weg! Noch, oder doch nicht? Nee, die kommt da nicht hoch. Nee, da wo ich bin, ne? Da kann sie schon hoch. Ja, die müsste aber noch ein Stück weiter. Die ist so doof. Der ist so doof. Nee, jetzt kommt sie. Weil das echt nehmen wir so kurz den T-Rex hier, der... Unser die Spinnen Dodo. Von der... Achtung, da kommen Spinnen. Die Spinnen sind schon an Land. Oh. Oh ja. So, wen soll ich mitnehmen? Den T-Rex hier. der Dodo greift das Strike an. Hä? Level 20. Die sind ja voll... Beischläge und die sind tot. Wieso greift der Dodo einen Strike an? Auf aggressiv steht. Die Spinnen sind ja voll... Voll die Kacke. Level 91 Dodo? Sag mal, was ist denn bei euch falsch? Die sind ja süß. Ja, kriegt ihr das Vieh jetzt heraus? Nee, ich glaube, da können wir uns alle neben unten hinstellen und auf das Vieh gemütlich schießen. Oh ja, schießen. Warte, ich muss sie da einfach nur runter umlocken. Ja, dann gehen wir da runter. Ah, jetzt kommt sie, oder? Kommt doch. Warte, hör. Was ist jetzt? Warte, Rambo, hör auf. Okay. Oh, die Spinnen geben zu dir. Ich glaube. Bora, willst du ein paar Luftaufnahmen machen? Ich will jetzt eigentlich wissen, ob wir jetzt alle runtergehen oder ob wir oben bleiben. Ja. Gehen wir alle runter? Ambo, gehen jetzt alle runter. Oh, ich bin betäubt, nee! Ich bin hier jetzt am Blick runter. Hilfe! Ja, warte, Cora, ich heb dich runter. Ich bin bewusstlos. Willst du ein paar schöne Aufnahmen aus der Luft machen? Soll ich mal drüber fliegen oder? Danke. Wer ist bewusstlos? Wo? Ich! Wo bist du? Ja, ich bin unten bei wem? Bei Fichte, ne? 96. Kann ich eigentlich hier schießen, wenn du mich am Vogel hast? Bei der Armbrust bin ich mir nicht sicher. Bei einem Bogen ist es gegangen. Ja, ich kann schießen. Ich schieße mich gern. Aber wenn die da hochschlatzt, bin ich nicht so happy. Da hochschlatzt. Alter! Ich sehe euch nicht. Wo bist du? Weiß ja nicht, ob die das kann. Level kann mich 96. Nicht mit dem Vogel abholen. Wo bist du? Ja, unten dort bei der Spinne. Ja, warte, Korek, setz dich hier mal am Felsen ab und hol ihn. Heißt der Vogel Fichti? Du, bei der großen Spinne oder was? Hast du den Vogel Fichti genannt oder was habe ich da gerade gesehen? Ich ertrink. Wo ist der bitte? Ich bin genau vor der Spinne etwas links davon. Aber ich bin auf dem Vorsprung, da kann man ganz gut stehen, finde ich. Okay, das war's. Boah, die ganzen Spinnen jagen Dodo. Frankie! Ja, aber du musst sehr weit im Wasser gewesen sein, weil sonst hätten wir deine Schrift gesehen. Nee, ich war direkt am Land, also im Wasser. Ich hab dich auch nicht gesehen. Dann bist du wieder mal durch die Insel gepackt oder sonst was. Gesehen haben wir deinen Namen nicht mal. Nee. Ja, egal, ich weiß nicht, wo man... Wir haben ja Betten, ne? Ja. Hier unten kämpft gerade ein Dilo gegen die Spinne, mitsamt einem Dodo. Die halten jetzt zusammen. Frankie, dein Vogel ist hier. Ja. Bin schon tot.
Stecken schon ziemlich viele Pfeile drinne. Das Ding ist auch keine Spinne, sondern ein Igel. Das Ding hat ja so bummelig 40.000 Hitpoints oder so. Was denn das jetzt? Ja, so müssen wir wenigstens nicht zielen. Da ist ja meine Leiche. Was soll ich machen? Die jault aber ganz schön, ne? Ob die Oma stirbt? Fichti, wieso bist du nackt? Weil ich mein Zeug aufgehoben habe. Oh Mann, weißt du, jetzt bin ich hier runtergefallen, jetzt geht meine Armbrust kaputt. Ist gerade jemand oben? Jetzt steche ich sie aber tot. Odin? Ich bin bei der Spinne, ich stich sie gerade. Ja. Greif mich nicht einmal an. Aber neben dir sind Ärzte, die gleich kommen. Daru? Ja? Ich komm runter und stech sie nieder, das ist ja voll einfach. Ich hab dich nicht verstanden. Ob ich deinen Shelly mal hochbringen soll? Wenn du möchtest. Ja, aber ich muss eh hoch. Und neue Armbrust. Wir schreiten da so. Danke. Warte, du könntest eigentlich mehr mitnehmen an Armbrüsten und Zeug. Ja, ich weil du ich wirst nicht die einzige sein. Ja. Ich hab auch nur noch 52 Pfeile. Alter Schwede, wie viel frisst Pfeile mit. Was mit? Mich reinschieben, oder was? Mach die aber nicht tot, bevor ich da bin. Ich will das auch sehen. Wo ist hier jetzt noch Granaten? Es fehlt so eine Art Statusanzeige, wirklich. Das fehlt generell bei den Tieren irgendwie, dass du siehst, wie viel sie noch aushalten. Siehst du, die kriegen jetzt, die haben Schaden-Overlay bekommen. Die werden blutig mit der Zeit. Ja, aber die hier nicht. Lange, sie ist tot. Nee. Was? Nein. Nee, Frankie ist tot. Oh Leute. Wie geil, ich hab mich getäuscht und Cora hat sich geschreckt. Ihr müsst doch nur runtergehen, alle und sie überhaupt? Du hättest die ja nicht mal. Nee? Nee. Da aber sie hittet mich. Aber sie hittet mich. Lord, der Fuck, wie denn? Sehe gleich tot. Ja. So Leute, ich bin jetzt überladen. Mal gucken, wie lange man gekämpft oben hätte, wenn das ohne Wasser funktioniert hätte. Bin schon am Weg. Bin aber überladen. Ja, dann soll der Kampf ohne Wasser laufen. Von einer Leiche. Boah, auf jeden Fall hat sie mich getroffen. Danke. Oh, jetzt hätte ich Cora mal schön neben der Brutmutter reinhauen sollen. Kannst den Vogel reinhauen oder haust bei ihm in D-Rex rein, dort ja, ist um sich. 100 HP pro Treffer. Jeder. Ja, und ich mach 120 pro Treffer. Aber. Ja, ungefähr 400. So. Oder 4000, keine Ahnung. Wer was braucht? Frage ist, wie heilt sie sich? Vielleicht heilt sie sich nebenbei, weil sie irgendwas frisst. Keine Odins oder so. So, Bögen habe ich auch keine mehr. Ja, im T-Rex. Der ist doch, wer keinen Bogen mehr hat, der kann ja zu mir runterkommen. Von hinten kannst du sie unter Wasser stechen. So genau wollten wir das gar nicht gut wissen. Das ist ein Männchen, dem will ich von hinten nicht zu nahe kommen. Nee, hinten, die kann nichts machen hinten. Der. Außerdem ist das ein Männchen, ja, habe ich schon erwähnt, ne? Wow. Hinten kann sie nichts machen. Er lügt uns an. Oh nein, das ich bin vergiftet. Ja, ich auch. Macht Giftschaden. Ne? Gibt aber Scheiße. Oh, aller guten Dinge sind drei. Schade, dass ich keine Raketen habe für meinen Raketenwerfer. Verwend mich. Ist du. Ah, aus der Raketenwerfer nicht mal pass auf. Viel schlimmer finde ich, dass sie Torbauwert aufbaut. Was hat die für ein Gift? Torpo-Gift oder Stamina-Gift? Beides. Oh, nette Sache. Und HP-Gift, also die vergiftet dich, macht dir damit Schaden auf Zeit, die hört die Stamina runter und vier Torpo hoch.
Widerlich. Ja, richtig fiese. Man könnte meinen, das wäre ein hässlicher Kraken. So, erstmal Musik aus. Jetzt triffst du sie. Ja, sie auch. Man sieht es an der Schnauze grün spritzen und vom T-Rex, wenn das trifft. Sagen wir es da hinten im Wasser ein Hai. Kann sein. Es war schön mit euch. Was macht der denn jetzt? Sind ja alle baden hier. Wow. Weißt du, und dann schwimmt er wieder weg, der Feigling. Aber ja, ich will drauf springen. Und drauf bleiben. Passiert bei euch was? Nee, ja, auch Lag. Ist der Server. Komm. Oh, jetzt habe ich auch Musik. Aber wirklich blutig schaut die jetzt noch nicht aus, ne? Ich weiß nicht, ob das bei Bossen geht, auf jeden Fall bei jedem anderen. Erst ich springe. Nee, bei allen geht's auch nicht. Wo ist denn meine Leiche? Skorpione haben ja, glaube ich, auch keine Blutbilder, die ganzen Insektoiden. Guck dir mal die ganze Spinne da unten an. Wo sind Spinnen? Da rechts. Rechts. Wo rechts? Unter Cora. Alle unter Cora. Guck dir das mal an, ey. Die holen alle zu Cora. Geh doch bei Cora. Ach du Scheiße. Ich war ein bisschen hinter der Kante. Hat noch jemand Pfeile? Guck mal, ein T-Rex. Irgendwo ganz unten. Nee, da T-Rex. Ist nur noch Fleisch. T-Rex habe ich gerade leer gemacht. Dann müssen wir wieder hoch. Ich konnte aber nicht mehr tragen. Oben noch welche. Ich habe noch 4 Schuss, die hau ich noch rein. Und dann machen wir eine Runde, würde ich sagen. Hat wer eine Axt oder ein Speer für mich? Kein Speer dabei. Oder eine Pike, irgendwas. Er hat meinen Vogel geklaut. Ich habe eine Pike mit, warum? Entschuldigung, ich will schnell rein. Ja, weil mein Inventar weg ist. Ach so, ja, in einem der Schränke von den linkeren Betten, gesehen. Da habe ich ein paar hundert Pfeile rein. Was habt ihr euch denn alle? Oh, meine Fresse. Ich bin oben. Jetzt nicht mehr. Oh, ist das ein hässliches Vieh, ey. Boah. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das so viel bringt, wenn wir da in den Panzer hauen. Vielleicht ist das Problem, vielleicht müsst ihr mir da irgendwie in die Schnauze biesen oder so. Wenn der Bauch ja von da hinten. Oh. Ich will ja nichts sagen, aber es gibt hier keine Pfeile mehr. Oben auch nicht. Roten Schrank. Schwere aus. Nee, es ist gar nichts mehr drin in die Schränke. Ja, aber also, als ich gerade oben war, da war in einem roten Schrank waren noch Pfeile drin. Mal ein Speer oder irgendwas. Guck mal, ich hab noch was von mir in T-Rex gelegt. Ein paar Pfeile. Ja, ich hab auch was in meinen T-Rex noch. Ich hab auch noch mal 2 Speere reingelegt von mir. Alles ach, im Zweifel gehen wir runter und boxen. Genug Betten haben wir ja, ne? Es macht da gerade, wirklich. Aber sobald du nähern tust und hinhauen tust und das Gift spritzt, ja, gut. Ist vorbei. Ja, das sind die blöden Beine da, die mit den Stacheln. Halt mal dann die Beine. Problem ist, ich sehe nicht, ob ich Schaden mache oder nicht. Dann so aus. Da sind da noch ein Haufen Pfeile hier drin in den T-Rex. Ja, die habe ich ja gerade erst reingelegt aus meinem Inventar in den T-Rex-Inventar. Müsste eigentlich ja nur mal jemand auf die Brutmutter die ganzen Pfeile einsammeln und wieder hochkommen. Gambo? Machst du das? Ja, Frankie springt da immer runter. Ich versuche gerade nachzulesen. Ich gucke gerade in die Brutmutter rein. Schlag sie! Den Brutmutter. Bitte. Okay. Ich hau bei Groß D rein. Meine Armbrust.
Server da. Was T-Rex ist noch ein Bogen. Ja, ich brauch gar nichts, ich spring wieder rein. Na toll, jetzt bin ich woanders gespawnt. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ja, dann schlaf dich hierher. Für alle meine Waffen, die ich habe, Armbrüste. Wie viele Füße hat denn der da? Alter! Habt ihr schon den nächsten Bossgegner gesehen? Ja, diesen Riesenaffen. Silberrücken. Silberrücken, der ist komplett weiß. Überall. Bei der Brutmutter steht drinnen ja von wegen, es ist leicht, wenn zwei Leute die kleinen Spinnen töten und zwei die Brutmutter. Die haben aber wahrscheinlich auch irgendwie auf leicht gestellt oder so. Wow. Weg so. Allerdings, wenn wir so oft sterben, verbrauchen wir ein bisschen. Ja, Leute. Mein T-Rex! Dosis Dönerbude hat die Brutmutter erledigt. Scheiße. Aber es gab jetzt keinen Eintrag im Journal, oder? Ja. Eine Flagge habe ich. Aber ich habe so eine Flagge im Inventar. Flagge? Ich auch. Ja. Oh, ich habe ganz viele kleine. Ich habe ganz viele kleine. Stimmt, tatsächlich. Und Frank ist wieder mal tot. Hier sind noch ganz viele kleine. Spinnies. Also, ihr habt jetzt eine Flagge im Inventar. Na gut, dann habe ich die nicht gekriegt, weil ich in dem Moment gerade tot war. Ja, ich auch nicht. Oh, wer hat denn hier meinen Vogel voll angemüllt? Was ist denn das jetzt? Das war ich. Ah, ich komm mal hoch. Soll ich irgendwie mit hochnehmen? Ja. Meins? Ich schnapp mir jetzt einfach mal hier irgendwer. Ja, das bin ich. Nee, das bin ich. Nee, das ist halt auch. Ja, ich nehm dich mal mit hoch. Da unten schön. Liegt da eigentlich die Leiche auch irgendwo? Nein, die despawned. Okay. Ja, die ist da liegt deine Leiche. Einfach verpufft. Nein! Oh, hier machen wir nochmal Feuerwerk hier, ich ne? Ich glaube eher, dass Ghosty die gegessen hat. Links hat eine Spinne den Weg hochgefunden. Oh. Greift mir jetzt schon wieder an. Boah, ist die schnell. Ah, ah. Angriff, Angriff. Jalalalala. Oh, das ist doch scheiße. Ja, und mehr als diese Flagge gibt's jetzt nicht? Ne, gibt nur die Flagge. Warte, was ist das? Die Flagge ist eine riesengroße blaue Flagge, mehr ist das nicht. Wir uns das Ding noch mal an. Ich würde es nicht hier herstellen, weil ich glaube, wenn du die stellst, kannst du sie nur abbauen, dann ist sie hin, dann hast du keine mehr. Das ist egal. Ja, wir haben ja genug. Nee, du kannst Flaggen kannst du wieder einpacken. Kannst du woanders platzieren. Darf ich mir hier die restlichen Artefakte meinen, schnappen? Mich, Ghosty. Was? Für meine Sammlung? Wer hat was gesagt mit mir? Da sind du hast gerade die Spinnen neben mir alle gebissen. Das sah so ein bisschen so aus, als würdest du mich jagen. Ja, wir können die ja nicht alle hier lassen, die blöden Spinnen. Also wenn einer Chitin braucht, liegt gerade ganz viel lang gleich im Rex drin. War doch immer vor. Oh ja, okay. So schaut die Fahne aus. Ich will auch die Fahne sehen. Ach da, ja, die kann man auch irgendwie umlackieren, glaube ich. Und nu? Ja, Bänder haben wir nicht gebraucht, aber gut, dass wir sie haben. Oder kaum gebraucht. Irgendwie waren die Höhlen spektakulärer, ne? War ja jetzt was entspannend. Dann nächstes Mal machen wir das einfach beim roten Hack um. Ich will ja nichts sagen, aber hier draußen ist alles voll mit Spinnen. Wo ist denn da bei dir hier draußen? Von hinten an die Tiere. Was, von hinten an die Tiere? Wo denn? Zumindest ist hier unten an der Küste alles voll, sagen wir es mal so. Okay. Na dann, ab zur Küste. Oh ja, die räumen hier gerade auf. Die fliegen auch überall die Netze, sieht total witzig aus. Ja. Rechte Seite runter, oder wo? Da ist wahrscheinlich ein Vogel getroffen.
Ja, aber die Tiere leiden ja irgendwie nicht unter diesen Effekten wie Gift und so weiter. Also. Nee. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen. Oh, dein Vogel sieht ziemlich ramponiert aus. Geh mal weg mit. Ich hab ein Netz am Vogel. Das ist noch eine Spinne. Die auf Cora losgeht, das geht ja gar nicht. So, mal schauen, du hast gesagt, es gibt hier gratis Ketin. Oh, 18 Stück. Ey, was soll das denn? Lass mich wieder runter. Sorry. Bin ich gerade im Inventar drin, weißt du? Ich dachte, hier sind ganz viele Spinnen. Wo sind denn die? Die hab ich alle gefressen. Die sind schon gefressen. Ich teile. Oh. Feindlicher Dodo. Allein was so ein Dodo aushält, das ist doch arg. Der ist komplett durchlöchert mit Pfeilen, aber lebt noch. So Leute, bedient euch an Crossbows und Pfeilen und keine Ahnung. Da schieße ich noch auf irgendeinen von euch. Steck Fleisch mit. Ja, nimm so viel Fleisch mit, wie du willst. Danke, bringst mich mal nach oben. Ja. Was? Cool, man sieht bei deinem T-Rex hinten, dass er Wunden hat. Und ich hab grad gesehen, der ist auch ein bisschen von der Gesundheit weg. Aua. Dankeschön. Welches Schwein hat auf mich geschossen? E ist Pickup Flag. Hey. Gar keine Schuhe mehr an. Hey, ihr habt keine Schuhe an. Du hast meine Fahne geklaut. Deswegen der Geruch nach Käse. Er ist ein Fahnendieb. Fahnendieb. Ein Fahnenflüchtiger. Schnappt ihn. Leute, wer hat denn schon wieder meinen Vogel gemobst? Wer war das jetzt? Fast ein bisschen zu wenig Action. War irgendwie ziemlich langweilig, muss ich sagen. Achso, das bin ich. Der Airbus von Spoker steht ja hier unten. Bist du irre? So, die Artefakte, die anderen vier, darf ich die einkassieren? Nee, dann mach mal. Okay. Da, wo ist denn mein Vogel? Ich will nach Hause. Vogel, komm. Bist du? Soll ich mich mitnehmen? Prosti. Was? Gib mir Fleisch noch. Die Heimreise. Ah. Wo fliegst du jetzt hin? Die fahren über uns aufs Dach. Ich bring mich kurz weg und dann darfst du weg. Ach so. Wir wohnen hier. Danke, wohnt Cobra. Kannst du noch mehr mitnehmen? Ah, hier. Nee. Oh, scheiße, ich werd von einem Raptor gefressen. Hilf mir doch mal jemand, ich. Wischen du? Raptor 104. Aua. Habt ihr schon die Betten und so weiter alles abgerissen? Nee. Nö, musst du ja immer, bist du deins. Boah, jetzt muss ich aber selber machen. Kommt mal jetzt einer zu den Betten, ich werde hier schon wieder von einem Raptor gefressen. Aua! Bin doch schon auf dem Weg zu den Betten. Ich bin mit dem gerade im Kreis. Ja. Was soll denn das, Mensch? Nee, jetzt frisst er die Betten. Hosenraptor. Cora, deine schlechtere Hälfte will mich töten. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal meine Leiche verlegen. Ups. Oh. Ich treffe mal die Viecher. Ausgerappt heute hier. Das war jetzt geil. So, ja Leute, dann nehmt noch mal mit, was da in den Schränken ist. Holz und... Oh, jetzt hast du mir meinen Ledertanker zerstört, Mensch. Ja, aber bewegen nicht. Ja Leute, das war's. Was ist hier mit der Flagge? Lass die da stehen. Zeichen unseres Sieges. Gerade an unser Haus. Was machen die Tiere hier? Mach mal leer das Flugding. Oder ja, unsere stehen schon am Haus. Wir hatten jetzt meinen Vogel vollgemüllt. Bitte leer machen. Mein Müll. Und wer jetzt als erstes im Boden gesprungen? Frankie, ne? Jo. Bei Cora in der Tür vom
Viehzeug hier, na hier, vom Gehege, ist dein ganzes Zeug. So, okay. Ja, könnt ihr haben. Ja, was ist jetzt hier mit den Artefakten? Du ja, das rohe Fleisch mit, bitte drin lassen. Ich kann nichts mehr tragen. So, die Eimer bei mir im Haus abladen, bitte. Immer diese Sonderwünsche. Ich hau euch jetzt mal ein paar Zitronen. Irgendwann hat den noch ein Lagerfeuer stehen lassen. Lass stehen. So. Das war ehrlich gesagt voll unspektakulär. Ja. Ich bin dann raus. Jo, ja, ich weiß. Ich bin 2 Wochen weg. Ja, schönen Urlaub. Dann irgendwann. Schönen Urlaub. Viel Spaß. Jo, danke. Ja. User left your channel. Cora! Was denn? Du bist ganz schön ergiebig. Hä? Okay, ja, keine Ahnung, ich hab im Wald. User disconnected from your channel. Kann sein, dass ich die gerade gefressen habe, die Überreste davon. Edit 19 Raw Meat. Ach, Cora hast du gefressen. Ah. Ja, ganz schön ergiebig. Das ist, was der Tittenbonus. Seit wann ist denn hier noch ein Haus? Hat man kurz nicht angebaut. Gestern hingeflockt. So war aber eigentlich nicht der Bauplan. Ja, wir brauchten aber mehr Platz für Kühlschränke. Ja, erstmal brauchen wir das Öl. Das heißt, jetzt wir brauchen noch eine zweite Schildkröte. Dann brauchst du nicht. Ja. Dann brauchst du nicht. Ja, wir müssen nur die Trilobiten mal finden. Eben, ihr müsst nur an den Strand Trilobiten klatschen. Die spawnen im seichten Strandgewässer. Ihr klatscht einen Richtung Strand und 8 Stück folgen dem ein. Die sind so doof, aber schon wieder geil. Ja, und die so. Öl oder was? Öl und ja. Perlen. So, mach mal Platz da, Masira, du dickes Ding. Ich will da... Boah, weggeboxt hier. So, wo darf ich das... Ich leg das jetzt einfach hier rein, ne? Hier rein? Da, wo ich vorstehe. Da, wo eure Fertigbauteile sind. So, Masira ist wie Fichti. Bleibt einfach in der Tür stehen. So, in dem Fall, das war die Brotmutter.